Fuß auf deinem Loch. Was kommt denn da jetzt raus aus dem Loch? Da bin ich ja sehr gespannt. Wer ist denn das? Okay, gut. Jetzt ganz, was ganz ernst gemeint. Bist du textfest? Er kann doch mit Ihnen an! Du kannst singen, kennst du den Narren? Freunde! Okay, dann frage ich dich, was ist ein Song, den du immer schon mal singen wolltest mit Schelmisch auf der Bühne? Oha. Und wo du den ganzen Text kannst, weil ich kann ihn nicht. Also, was ist das für ein Stück? Geil. Sag's mir. Also mit zu viel Met kriege ich das. Das ist scheißegal, wir haben auch schon genug Bier getrunken. Wen interessiert's? Also, was ist das Lied, was du immer schon mal singen wolltest? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay. Also es hat sich erledigt damit. Ja, weil derjenige, der da aufgezeigt hat, der hätte das gekonnt, den hätte ich gerne ausgetestet. Es ist schade, dass es keiner war, weil ich muss jetzt meiner ganzen Band ein Essen ausgeben. Schade. Ja, aber ich glaube, ich habe einen Sänger gefunden. Egal, wir wollen ein Stücklein spielen, was normalerweise Rimsvoll singt. Aha. Was du kannst singen. Du kannst aber den gesamten Text vom Narren. Du bist sicher? Du kommst auf die Bühne. So, Freunde, und ich sag euch jetzt, wenn das der Mega-Sänger ist, kriege ich das beste Essen, was ihr je spendiert habt. Ich schwör's. Zu spät, jetzt habe ich einen hier oben. Zu spät. Okay, das ist Nils. Ja, ich habe für den Narren gefragt. Du hast laut gesagt, du kannst den Text vom Narren. Jetzt mach dich nicht zum Narren hier, Junge. Kannst du hin? Dann versuchst du es, ich helfe dir ein bisschen mit. Ich werde zwischendurch auch putzen. Ist egal. Wollt ihr jetzt singen hören, den Nils? Okay, wir wollen das auch. Genau.
Thank you.